Dingens wieder an. Dingens ist wieder an. Hi, Dingens. Ja, alle auf Dingens. Wir dingsen jetzt hier moin, wieder. Du geiler Fabrikbesitzer. Hi, Dingens. Hi, Space Nerd. So, du bist da unten schon am Gange, ne? Mhm. Ja, sieht auch gut aus. Ich komme vorbei mit einem Auto. Und dann ist das quasi der Plan, dass Eisen jetzt hier mit reinlaufen lassen und die beiden quasi dann also zu einem Feld quasi zusammenschließen. Genau. Alles durch einen Splitter durch, durch einen Balancer durch. Ich weiß nicht, ob wir da den gleichen benutzen können. ja, so in der Art auf jeden Fall, genau. Mal gucken, wie viel wir hier rauskriegen. Ich mache das jetzt eng alles mit den Erzförderern. Ja, und das ist ja auch ein 11-Millionen-Feld und das ist auch ein großes Feld. Also das ist. Das reicht eine Zeit lang. Na ja, guck mal, wie viele Erzförderer das sind, ey. Da bist du jetzt schon bei Menge rauskommen. Ja. 129 und das hier oben hat gerade mal 92. Das ist jetzt hier unten noch nicht mal für das ist ungefähr doppelt so groß. Ja. Nicht ganz doppelt so groß ungefähr. Nein! Werd schneller! Nein! Okay, weil ich mache einfach den Strom schon mal. Mhm. Muss ja auch gemacht werden. Mit meinen 91 roten Förderbändern komme ich dann aber auch nicht mehr weit, ey. Eins kann ich noch machen. So, planen wir jetzt die Dreiviertelstunde, also das Feld anschließen, das haben wir relativ fix. Hast du genug Strommasten, um hier Strom weiter anzuschließen? Dann würde ich nämlich nochmal Förderbänder holen eben. Ich müsste einige haben, ja. Oder hast du noch massig? Ich glaube, du hast auch kaum rote Förderbänder. Ne? So ich habe noch so viele rote Förderbänder, ne. Aber ich habe auf jeden Fall noch genug. Ach nee, Strommasten. Ja doch, Strommasten habe ich noch. Dann hole ich nochmal Förderbänder. Deno, kannst du vielleicht mal deinen Bruder Warfortress zeigen? Warfortress kennt er tatsächlich. Ja, kenne ich. Warfortress kennt er. Das ist auch sehr, sehr gut. Da kommt bald der Adventure-Mode, bin ich drauf gespannt. Also, den gibt es ja schon, aber für die Steam-Version quasi kommt der Adventure-Mode dann. Das wird tatsächlich krass. Wann hast du das Datum im Kopf, Redjan? Wann sie das aushauen? März? Ich hab mir März gemerkt, kann aber falsch sein. Echt März? Ja, cool. Ich habe im März Geburtstag. Vielleicht ein cooles Geschenk. Space Nerde, wie geht es dir, mein kleiner Peschmergorino? So, wir fahren hier mal einmal hoch. Hier rum und hier rüber. Hier kann ich parken, indem ich gegen Stein fahre. 500 Förderbänder, ja, das hat man noch gern. Alles noch mal mitnehmen eigentlich. Und die Atiris-Gesichter kann ich auch einmal alle mitnehmen. Das kann ich alles einmal mitnehmen. Und dann haben wir davon mal ein paar. Und davon noch einen. Ganz, ganz gut. Und selbst, ja, doch, wir machen uns hier unsere Fabrik langsam aber sicher schön. Ne? Also, der Qualle spielt jetzt das erste Mal. Das ist ein erster Run, der so weit ist. Wir sind jetzt bei grüner Forschung. Wir können auch mal weiter forschen eigentlich. Also, kannst du gerne mal wieder was ausholen. Steht die ganze Zeit. Was machen wir? Sulfur, Fluid Wagon, Plastics. Defender, oh, ach nee, das ist okay. Ah, zu früh gefreut, ne? Da braucht man schon die. Ja. Die haben ja theoretisch auch schon erforscht, ne? Ja. So. Also wir könnten auch wahrscheinlich nicht mehr heute, aber im nächsten Part könnten wir uns dann um die schwarze Forschung kümmern, die Militärforschung. Die ist nämlich tatsächlich nicht so kompliziert. Mhm. Die ist zwar teuer, aber vom Aufbau her nicht wirklich kompliziert. Muss überlegen, das habe ich alles. Erzförderer reichen, ne? Brauchen wir keine mehr. Die reichen, ja. Die sind alles schon fertig. Perfekt. Ja, dann komme ich mit 1200 Förderbändern zurück. Werd aber noch mal ein bisschen. Oh shit, das ist immer kein gutes Geräusch. Es ist was kaputt gegangen. Aber nur, okay. Oh, krass, Alter. Siehst du diesen Leichenberg? Leichenberg? Nee, ja, wenn du unten auf das. Wenn du auf den Alert unten rechts klickst, dann springt er da auch automatisch hin. Ah. Wenn du dann reinzoomst, siehst du, ja. ja, schwarze Forschung ist gut für den nächsten. Und sie kommt schon wieder. Und sie sind durchgebrochen oben.
Oh fuck. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay, da sind zum Glück auch noch ein paar Turrets an der. Alter, scheiße. Ich mach noch mal kurz einen Abstecher nach da hinten, glaube ich. Ja, mach das. Ich pack da noch mal ein paar mehr Mauern und ein paar mehr. Oh, hab ich gar nicht. Ich brauche noch mal ein paar Turrets hin. Brauche ich ein bisschen Muni? Brauche ich. Ja. Das ist halt, ne? Drei Türme haben die jetzt halt auch verputzt. Weil jetzt kommen halt so, ja, weiß ich nicht, 50 Aliens ungefähr. Ja, sagen wir mal 30 wahrscheinlich. Und du hast es, glaube ich, auch gesehen. Es sind jetzt auch schon neue Arten von Aliens mit dabei. Mhm. Wo die am Anfang noch alle zugebissen haben, rotzen sie einen jetzt ins Gesicht. Echt unverschämt. Kleine Corona-Schleuder. So. Munition. Ja, das sieht gut aus. So, wie komme ich denn von hier am schnellsten dahin? Ja, das ist gar nicht so kompliziert hier unten, ne? Ich würde dann mit der schwarzen Forschung erstmal die Mauer mit, ja, ich werde das nicht vorlesen, aus Gründen des Nicht-Spoilerns. Aber ja, ungefähr sowas ist, glaube ich, der Plan. Genau, ich glaube, das geht so in die richtige Richtung. Also, schwarze Forschung wird auf jeden Fall dann benutzt für defensiv und offensiv. Ich kann dir gleich nochmal die Map zeigen. Parken hier einmal. Wo sind sie denn durch? Sind die überhaupt durchgekommen? Hier Uptown sind sie durch. Na, wenn du guckst, das hier müsste eigentlich alles weg. Mindestens die drei Nester und hier unten wahrscheinlich auch die drei Nester. Rest geht. Norden und Westen lassen wir uns in Ruhe, aber Osten und Süden ist echt gefährlich. Heißes Cluster momentan. Ja. Hier ein paar, hier ein paar. So, zack. Was soll das? Was soll das? Und weil es so schön ist, noch eine Reihe. Ja, Radare haben wir hier, das ist alles gut. Okay, es müsste... Ja, es ist erstmal wieder ein bisschen sicher. Wie lange das hält, weiß ich nicht. Es fällt ja auch auf, also die Angriffe kommen jetzt auch halt einfach öfter. Ja. Deutlich öfter. Ja gut, so gesehen, das war vielleicht auch tatsächlich gar nicht so schlau. Habe ich tatsächlich aber jetzt auch nicht dran gedacht, dass es jetzt kein Flame in deine Richtung ist. Ja. Ich habe auch wirklich keinen Gedanken daran verschwendet. Wir haben ja unser Kraftwerk umziehen lassen. Und haben das quasi vor deren Haustür gesetzt. Wäre das Ding noch oben in unserer Basis, würde der Gestank länger brauchen, bis er so an die Außenseiten, sage ich mal, so sickert. Ja. Ah, guck mal, mittlerweile sieht das hier doch tatsächlich ganz gut aus. Läuft schön. Ah. Aber warum... Achso, hast du die... hast du die absichtlich hier abgerissen, die... Ja, genau. Ich wollte nur, dass die da irgendwie durchgehend... ...oben am Wolken sind. Schaut sich das so? Nee, ne? Nö, läuft gut durch. So, das heißt, jetzt ist der Plan runter und die Förderbänder hier hochbringen, ne? Genau, ich bin noch fleißig welche am Craften. Hier wären gut. Vier Lanes, wenn wir noch vier Lanes rausbekommen. Okay. Sind ja, kriegen wir wahrscheinlich hin. Mehr, aber ich werde da einen Balancer hinbauen, dass wir das so runterbalancen quasi. Ach so, ich hab. Kann die auch einfach kurz. Ja, oder ich. Es sind 6, aber das ist easy. Wir können einfach. Ich habe nicht genug, Leute. Ich kann auch keine craften. Ich gebe dir mal ein paar, dann kannst du das mal eben machen. Du hast. Kann auch noch eine Handvoll craften. Warte halt, aber naja, dann ist es fertig. So halt. Ja, das kann man so machen. Das passt. Dann, genau, nehmen wir die. Achso, hier, ich kann dir nochmal hier 600 oder Bänder geben. Dann würde ich sagen, geh dann im 2 und dann gehen wir hoch. Mhm. Und zwar, dass wir so ungefähr auch da ankommen. Der Plan ist hier einfach auf das andere Erz von hinten drauflaufen lassen. Also das müssen wir da nicht reinmischen oder sowas, das lassen wir einfach, weil wir sie dann nachher schon balancen quasi. Ja. So schwer, das ist so schwer, das fordert so viel Skill.
erstmal bis da. Vorsicht, ich fahre rückwärts. So. Und wieder vorwärts. Ja, ich hab's gehört, Rajan. Ich hab's gehört. April, nicht März. Scheiße, ich lass das Auto stehen. Das geht tatsächlich so ein bisschen schneller. Hier hoch, oder? Jo, würde ich auch sagen. Ja, es hat was. Oh. Fuck, nein! Ich hab dir geholfen! Komm, wer zuerst da ist. Nein! Ah, okay, ich bin dry, ich hab keine mehr. Schon wieder leer. Gut. Wenn das Auto mit aufs Fließband packen müssen, dann wär's jetzt. Ja, wieder. Das wäre clever. Stimmt, das wäre clever gewesen. Nee, alles gut, Space Nerd. Alles gut. No hard feelings. Ja, ich werde auch noch ein paar jetzt per Hand craften. Aber weil ich ein fauler Sack bin. Mache ich einmal kurz so. Und sag den hier, mach mal kurz Zahnräder. Und den beiden werde ich dann sagen, macht mal gelbe Förderbänder. Und dann machen wir so und so. Ich habe jetzt die Mission quasi erstmal kurz ein paar rote Förderbänder hier herzustellen. Das ist zu viel. Ja, das mache ich auch. Mache ich auch. Genau das gleiche. Brauchen wir hier auch eine kleine. Ja, muss sein. Das sollten wir dann auch bald mal als nächstes vielleicht machen, dass wir dann. Das ist stressig, sonst das immer wieder machen zu müssen. Dass wir so eine schöne rote Förderband. Zwei Montagemaschinen, die das rund um die Uhr machen, reichen auch. Weil du siehst ja, der Verbrauch steigt. Also alleine schon das, was wir jetzt da unten gelegt haben, sind mal da um 2000 Förderbänder. Ja. Das sind halt Dimensionen, das geht so fix. So, ich brauche ja auch nur Zahnräder eigentlich. Zahnräder. Nochmal Zahnräder. 26 davon. Wo sollst du lieber streamen? Ich weiß, das ist gerade nicht das spannendste Teil. Aber das gehört ja, wisst ihr alle, auch einfach dazu. Von nichts kommt nichts. Ohne Förderbänder wird nichts transportiert. So, 15 nochmal. Nochmal 20. Bye! Tschau, ciao, Ratjan. Guck du Disney Plus. Viel Spaß dabei. Vielleicht noch so und so und so. Machen den da hin, machen den da hin. Da hin. Das ist ein bisschen schneller. Ja, viel fehlt ja tatsächlich auch nicht mehr. Nee, hier auch nicht. Und was ich dann halt machen würde, ist. Das ist schon fast. Hast du sechs Türme nebeneinander, aber einen kriegen sie kaputt. Ach, Alter. Liegt alles so weit auseinander, weil das die Karte so hergegeben hat.
Unsere Rohstoffvorkommen sind tatsächlich relativ weit auseinander. Relativ. Hat man aber auch schon schlimmer gesehen. Ist alles noch im grünen Bereich. Tick, 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 tick. Oh, Tigger, danke für dein Abo. Ich weiß nicht, guck mal, das ist heute irgendwie vermacht. Jetzt zeigt mir das nicht an. Zeigt mir das in der Software nicht an. Ich schwöre. Ist echt komisch. Boah, ich kann mir den anzeigen lassen, aber das ist Dennis dem seiner. Vor drei. Ja, jetzt ist schon wieder der Hund da und beschwert sich. Immer beschwert er sich. Die Alertbox sollte eigentlich angezeigt werden. Irgendwie scheint er die Verbindung nicht gerade zu haben. Ich weiß nicht, was da los ist, liebe Leute. Wir sind aber aufgefallen, Chaotica, danke sehr. Kann man sich die Karten aussuchen? Ja, kann man. Die Karten bestehen aus einer Zahlenfolge und ich habe den Chat random Zahlen in den Chat schmeißen lassen und da ist die Karte daraus resultiert quasi. Also wir haben die Karte vor dem Spiel nicht gesehen. Ja, Chaotica schreit heute relativ viel. Daran musst du dich gewöhnen, Mutti. Die versichert aber, dass sie das nicht aus böser Absicht macht. Also, wir fangen mal den hier. Ist eh egal, glaube ich. Ah, Förderbänder, wo chillst du eigentlich? Ah, da unten, ja. Ich mache noch rote Förderbänder. das wird der Titel dieses Parts. Rote Förderbänder craften. Ah, das ist so. Manchmal ist das so. Ist egal. So machen und so machen. Das lassen wir hier reinlaufen und das lassen wir da reinlaufen. So, ist auf jeden Fall jetzt auch alles angekommen. Wie bitte? Das Eisen kommt jetzt auch. Ja, perfekt. So, ich mache nochmal ein paar. Schadet ja nicht. Gut, ja, also das Eisen ist angeschlossen. Theoretisch, praktisch gut. Ja, da unten läuft's los. Sehr schön. Und das sieht sogar schon fast so aus, als wenn das alleine jetzt schon fast ein volles Viererförderband ist. Nicht ganz, also ein paar Lücken sind drauf tatsächlich. Aber die beiden quasi kombiniert sollte jetzt hier oben tatsächlich für volle Produktivität sorgen. Schieß die beiden mal hier und mal wieder an. Börden auf der rechten Seite hier, den und den. Und sollte, wenn du ein Radar hast. Ah ne, da unten ist eins, das ist gut. Das sind Radare. Ja, das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das läuft hier hoch. Und der Stahl ist. Deckt sich ja schon. Wir haben da schon fast 10.000 Stahl. Das ist ordentlich. Das ist tatsächlich echt gut. Okay. Dann gucken wir mal, wie das hier gleich zusammenläuft. Ich kann es ja hier sehen, wie ich das quasi gelöst habe. Also das kann man so relativ unkompliziert machen. Weil nur wichtig ist, dass oben bei dem 4x4 Balancer quasi möglichst viel ankommt und das ist so gewährleistet. Oh, das ist schon so eine große Armee. Heftig. Heftig, 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 heftig. Oh, der hat keine Munition. Zack, zack, da kriegt jetzt hier noch. Zack, 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 zack. Und wenn er kaputt ist, laufen sie weiter. Gut, nächster Schritt wäre, wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, etwas weniger. Ja, 19 Minuten. Rote Förderbänder automatisieren. Oder Sicherungen machen. Ja, oder schwarze Tränke automatisieren. Ist beides vernünftig. Wir können uns das auch aufteilen, wenn du magst. Oder wie auch immer. Ja, ich würde lassen mir die schwarzen Tränke, glaube ich, für nächstes Mal aufbewahren. Ja, ist glaube ich auch besser. Haben wir einen frischen Kopf. Lieber jetzt noch einmal uns ranmachen und denken. Oh, guck mal, wie das hier reinkommt jetzt. Wo kommt das rein? Achso, das ist Erz. Ne? Ja, so muss das aussehen. Oh, so ist, glaube ich, auch. Ich sehe. Wenn nur minimale Lücken. Ich glaube, ich sehe gar keine Lücken. Ich glaube, es ist komplett voll. Ich glaube, es ist auch noch komprimiert gerade, aber ich bin mir nicht sicher. Was man einmal machen kann, einmal so, dann das wieder aufheben. Nö, sieht gleich aus. Ich glaube, das ist tatsächlich randvoll. Ja. Das ist gut. Und das hält auch erstmal ein bisschen. Ne? Unten haben wir 11 Millionen, hier haben wir 3,2 Millionen, noch knapp 15 Millionen.
Und verbraucht haben wir bis jetzt im gesamten Run eine halbe. Ja. Also das geht, wobei der Verbrauch jetzt auch hochschnellen wird. Wenn man sich die letzten 1000 Stunden anguckt, das ist ein bisschen viel, sagen wir mal die letzten 10 Stunden. Gönn dir mal. Geh mal auf Pepe-Produktion und schalt mal auf 10 Stunden oben. Oh, und was? Dann auf Eisenplatten. Da siehst du halt, wie die jetzt hier gerade, wenn du auf der rechten Seite bei Verbrauch guckst, bei Consumption, wie die hochschnellen. Davor hatten wir so im Mittel so ungefähr 1000. Und jetzt sind wir so bei 4500. Aber klick mal auf den Pole, bitte. Was ist das denn schon wieder passiert? Ach, du Kacke. Ja, die rödeln. Ja, die Erzförderer hauen halt auch rein. 612 Stück haben wir, das sind 25 Megawatt. Ja. Mhm. Ja. Okay, dann sollten wir da wahrscheinlich nochmal demnächst... Ja, ich würde sogar sagen jetzt, oder? Ja, können wir jetzt machen, das stimmt. Dann craften wir nochmal Dampfmaschinen und Boiler. Ich weiß nicht, ob du davon noch irgendwas zum Rumliegen hast. Ein paar Sachen habe ich noch, ja. Ein paar Boiler, ja, 20 noch. 20 Boiler noch, das ist ja richtig viel. Ich meine, wir können auch anfangen, Solarpanels zu craften. Ist auch ich habe das schöner nicht 9 Stück. Ja. Ja, und dann? Kann ich direkt anschließen hier, ne? Bist denn du? Ja, da oben bist du schon, ja. Im Strom, ja. Ja, die kannst du irgendwo hinhauen, wo ein Strom hast in der Nähe ist, genau. Das ist gar nicht so verkehrt. Helfen natürlich ja. Nur tagsüber. Also, ne, das ist ja. Hatten wir eigentlich schon Nacht? Ja, bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Liebe Leute auf Twitch, hatten wir schon Nacht? Also ich bin nicht sicher. Also es muss eigentlich, weil wir spielen ja schon mehrere Stunden. Also eigentlich ist Tag-Nacht-Zyklus 7 Minuten. Aber hatten wir schon Nacht? Erinnert ihr euch an die Nacht? Mal ganz im Ernst? Ich erinnere mich ja keine. Das heißt nicht viel. Also brauche ich aber wahr. Also das heißt wirklich nicht viel. Aber gut. Ja, Boiler werden das Einzige, aber da oben sind auch irgendwo Steine in der Nähe, glaube ich, ne, die man für ein bisschen... Ja, ihr habt doch keine Nacht gesehen, ne? Ich auch nicht. Echt nicht? Oh, krass. Aber das kann eigentlich nicht sein. Wir achten mal drauf. Ich meine, wir sind jetzt ja theoretisch noch 15 Minuten da, das heißt, eigentlich müssten wir einen Tag Nachtwechsel noch erleben. Faktor, und kommt wieder eine kleine Armee. Aber diesmal nur, nee, nicht nur. Die sind nicht rangekommen. Auto unten, Auto hochfahren. Aber das ist echt komisch irgendwie, ja. Was für Gründe könnte es denn, es kann keine Gründe geben, es kann nicht sein, dass es keine, es kann doch eigentlich nicht sein, dass es keine Nacht gibt. Wir spielen ohne Mods, also ich habe keine Mod irgendwie installiert, die das irgendwie überschreibt oder... Ich habe in der Vergangenheit Mods gehabt, die damit interagieren, aber jetzt ja nicht aktuell. Von daher glaube ich nicht, dass das irgendwie... Ne, there are no settings to confirm. Es gibt keine Mod-Settings. Ich weiß, ich habe eine Mod, die den Tag-Nacht-Zyklus verändert. Die habe ich ja benutzt in diesem Run, wo die Aliens so krass sind. Dass sie nur nachts angreifen, jedenfalls theoretisch nur nachts angreifen. Aber selbst das würde halt keinen Sinn machen. Weil die Mod ist ja nicht installiert. Und selbst da... Aber es wird doch gerade dunkel. Ja. Es wird doch gerade dunkel. Guck mal, unser Licht geht ja auch an. Es wird gerade Nacht. Ja, ja. Ich konnte mich auch eigentlich daran erinnern, dass wir das hatten. Und aber so schlecht passt ihr auf, liebe Leute auf Twitch. Noch nicht. Ich komme mal hoch. Ich habe auch noch mal ein paar Dampfmaschinen. Ein paar Boiler. Ich finde mein Auto nicht. Ach da, hinterm Baum geparkt. Ja, ich bin denn da reingekommen. Gut. Mutti, machen wir danach eine Runde Hell Let Loose? Ja, ne? Alex will danach in Ruhe spielen. Ich werde also nicht so viel sammeln. Ich will da nicht die ganze Zeit reinlatschen, reinlabern, aber ein bisschen zocken können wir dann. Aber dann will ich hier nicht die Show stehlen und will, dass sie in Ruhe zocken können. Aber ein bisschen können wir dann im Anschluss machen. Also in einer Viertelstunde. Hell Let Loose. Hast du Eisen und Kupfer? Kannst du mir ein bisschen was... Aber du hast wahrscheinlich die Sachen, die wir brauchen noch, ne?
Ich kann dir Dampfmaschinen und Boiler geben. Wir brauchen eine Pumpe noch. Kann ich bauen. Ja, wir zocken halt los. Also ich. Und Rohre brauchen wir auch noch. Ein paar. Rohre müsstest du mal craften, wenn es geht. Müssen wir Eisen geben? Moment, ja, theoretisch, ja, hier. Dann mache ich eben die Pumpe. Sehr schön. Ist schon ein ganz geiles Game, Headed Loose. Hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ach, hier müssen die Rohre hin, ne? Ich sehe schon. Mhm. Oh, perfekt. Gut. Muss der Strom besser aussehen? Na, ein bisschen. Ja, kann man fast noch eine Reihe machen. Ja, eigentlich schon. Traurig, aber war. Ich hab noch. Oh, let's go. Ja. Wenn man schon mal hier ist, oder? Wollen wir die mal so hier ransetzen? So direkt so auf die Seite? Also quasi so? Oder anders? Ja, können wir machen. Können wir machen. Also. So, hier die grauen am Anfang habe ich nicht. Ja, da habe ich noch. Perfekt. Die gehen da, Nachmaschinen. Waren mit einer Lücke immer noch dazwischen. Ja, genau. So, mehr habe ich nicht. Aber ich habe die Rohre hier. Auch noch eine Pumpe. Mhm. Wobei wir eigentlich nicht noch eine brauchen. Aber ich schieße einfach an. Pumpen. Ja. Schade nicht. Die verbrauchen ja nicht mal Strom. Ja. Auch so ein bisschen komisch eigentlich, dass eine Pumpe keinen Strom verbraucht. Aber da würde die. Würde es nicht funktionieren, die Logik, ne? Ja, ja. Gibt Mods, die machen das tatsächlich. Da fängst du vor. Dann müsste man den so ersten Strom mit so einer Kurbel. Ja, ja, so ungefähr ist das da tatsächlich. So mit Komposthaufen und so teilweise. Gibt schon wilde Mutz. Ist nicht ganz die richtige Höhe, aber. Oh, nee, das ist voll die falsche Höhe. Das ist nicht nur kaum richtig. Ja, ich hätte alles abreißen müssen. Ja, lass ruhig stehen. Ich kann noch ein paar Rohre. Nee, kann ich nicht. Zwei kann ich noch craften. Ja, wenn du den Anschluss, das Untergrundrohr auf die richtige Höhe hier rüberziehen könntest, wäre nice. Weil das ist außer Reichweite, also hier von da, weißt du, also. Oder von da. Dass ich hier quasi weitermachen kann. Hier. Den Rest kriege ich hin. Mhm. Ja, doch irgendwo ein Alien, oder? Nee, das ist das Pumpengeräusch, okay, das hat sich komisch angehört. Dann kommt schon wieder eine kleine Streitmacht. Haben wir da eigentlich auch Türme? Da haben wir gar keine Türme. Oh, shit. Ja, sie greifen hier unten an, wo wir keine Türme haben. Oh, ja. Kacke. Und sie greifen hier oben an, wo wir Türme haben. Jo! Nein, lass unseren Strom in Ruhe. Boi, 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 ich brauche nur noch einen Turm, den ich hier hinpflanzen kann. Die rücken uns schon echt bei. Ja, sie sind auch durchgebrochen. Sie gehen gerade zu unserer Stahlschmiede. Nur vier. Deswegen müssen aber wir auch unbedingt. Auch Strom ist jetzt gut. Wir müssen unbedingt Strom ist gut. Automatisieren. Ja. Rote Munition wäre nice und schwarze Forschung. Das wären so die vielleicht nächsten. Vielleicht auch Mauern noch mehr automatisieren. Das ist vielleicht auch. Oh, haben wir oben in der Basis haben wir ein paar hundert Stück rumliegen. Tatsächlich. Also spätestens kann man hier unten auch noch machen. Ein paar tausend oder so. Ja, willst du einsteigen? Das, ja. Jetzt geht's. Aber das ist doch jetzt schon echt fein. Das Stahl sieht richtig gut aus, da kommt richtig was zusammen. Jo. Auch wenn er jetzt gerade angegriffen wurde. Ach, guck mal, hier chillen auch ein paar. Kannst du die angreifen? Hast du was schießen, glaube ich? Eine Wall, ich kann auch keine craften, glaube ich. Ja, doch. Steig einfach rein. Wir machen mal eben die
Die fressen halt gerade den Stahl. Da würde ich tatsächlich eher schnell mal hin. Okay, ich bin da. Weil die hier cool aufräumen. Wo komme ich da durch? Na, scheiß auf. Das muss weitergehen. Wo wir da rum sind, weil die fressen da oben unser hart aufgebautes... Boah, sind die nervig. So ist das halt. Da sterbt ihr. Oh, der ist schon Medium. Ja, ja. Also kommen sie auch mit großen Viechern an hier. Ja, nee, mit Medium-Viechern halt. Nicht mit großen. Das ist nochmal ein Unterschied. Hier ein Strommast hin, ich glaube. Ah nee, hier Förderbänder fehlen. Welche Richtung gehen die hier? Nach unten, ne? Nach unten. Und da nach oben. Ich glaube, jetzt ist es wieder heil. Förderbänder laufen auf jeden Fall, das ist gut. Ja, weißt du, wir machen hier Schluss, ja, ne? Dann haben wir. Ja. Strom ist erstmal gefixt. Dann speichere ich ja 86 Gigawatt ist gut. Und ja, jetzt müssen wir in den Survival-Modus gehen. Auf jeden Fall. Die nächsten gehen ja auf jeden Fall in den Survival-Modus. Alter Schwede. ja, sag mal, wenn es dir passt, ob du gleich morgen wieder willst oder erst am Wochenende. Ja, ich denke, wir können das morgen nochmal einrichten. Vielleicht nicht so lange. Mal gucken. Jo, wieder um 18 Uhr anfangen oder lieber später anfangen? Vielleicht sogar einen Ticken früher eher. Wenn die passt. Oder einen Ticken später. Nö, früher passt mir. Ab wann denn? Ja, 17 Uhr. Ja, passt. Also ab 16 Uhr habe ich Feierabend, Schule. Ja. Ich bin auch ab 16 Uhr, aber 17 Uhr passt auch. Alles klar. Okay, machen wir morgen, morgen um 17 Uhr weiter. Ja. Alles klar. Alles klar. Dann bis dann. Tschö. Jo, bis dann. Ciao. So Leute, wie gesagt, ich fange jetzt an mit Hell Let Loose. Mutti, du bist noch da, ne? Du bist noch am Rumchillern. Ja, dann lasse ich hier an.